Willkommen zurück, ich bin Mr. Kosch und ich spiele hier Wartales. Hallöchen. Ja, in der ersten Folge haben wir unsere Gruppe erstellt und haben den Weg zu dieser Stadt gefunden, Stromkap. Und ich mache jetzt hier mal die Pause rein, denn wie gesagt, die Zeit vergeht hier. Und wir müssen hier mal uns erst nochmal mit ein paar Dingen beschäftigen. Wir haben in der ersten Folge Kosch zum Level 2 befördert. Und haben ihn ja vor, als Tank zu leveln. Und er ist ein Beschützer geworden. Und die anderen drei Leute sind alle noch Level 1. Ich gehe mal davon aus, dass die in dieser Folge leveln. Und haben auch direkt den ersten Wissenspunkt bekommen. Und ich würde gerne den ersten Punkt hier einsetzen in diese Fähigkeit Gewichtstraining. Der Trupp hat mit Gewichten trainiert und kann jetzt schwere Lasten über große Entfernungen schleppen. In dem Spiel, in dem einzigen Spiel, was ich bisher länger gespielt habe, war nämlich das Traggewicht tatsächlich eine ziemliche Einschränkung. Und das ist mir relativ wichtig, dass wir hier relativ schnell viel tragen können. Wir können aktuell 88 tragen. Tragfähigkeit. Das ist auch deutlich geändert worden. War früher viel weniger. Okay, aber ich möchte trotzdem hier das Gewichtstraining machen. Damit können wir nämlich 10 mehr tragen. Und da haben wir unseren ersten Wissenspunkt eingesetzt. Dann können wir uns mal in der Stadt umschauen. Ich glaube, da müssen wir aber die Pause für rausnehmen, genau. Wir schauen erstmal in Gasthausen rein. Ja, da sehen wir hier ein typisches Gasthaus mit ein paar Gästen, die offensichtlich nicht so feuchtfröhlich feiern, tanzen und singen. Nein, sie stehen eher in der Gegend rum. Und der eine hat hier eine violette Umrahmung, der andere eine grüne Umrahmung. Wir haben hier den Abgesandten Euridik. Schöner Name. Ach, das ist eine Frau. Oh, sorry. ich habe nichts gesagt. Oh, und die haben jetzt so eine Sprachausgabe. Oh, auch neu. Ich habe einfach drüber geredet, verdammt. Aber es war eh Englisch, glaube ich, ne? Sucht ihr Arbeit? Unsere Aufgabe als Abgesandte ist es, dafür zu sorgen, dass allen Dienstersuchen nachgekommen wird. Wir aktualisieren unser Stellenangebot regelmäßig. Genau, die vergibt nämlich Quests. Und wir können uns hier ein paar Quests aussuchen. Wir sehen hier, dass es zwei einfache Quests gibt und die würden wir einfach mal annehmen. Kopfgeld auf Roland. Rulaut. Boah. Ruhauls Mannschaft, wie auch immer er heißt. Für die immer häufiger vorkommenden Konvoi-Überfälle wird Ruhauls Mannschaft verantwortlich gemacht. Ein sattes Kopfgeld winkt jedem, der den Treiben dieser Landplage ein Ende setzt. Ja, das nehmen wir einfach mal an. Dafür gibt es Geld. Hier auf der Karte sehen wir, wo das dann ist. Und bitte um Hilfe, Trunkenbolde. Eine Gruppe von Trunkenbolden hat beschlossen, sich mit den Flüchtlingen anzulegen. Ihnen muss Einhalt geboten werden, bevor die Lage außer Kontrolle gerät. Ja, machen wir doch auch mal. Trunkenbolde sind unser liebstes Geschäft. Und dann haben wir schon mal zwei Quests eingesammelt. Und dann können wir mal gucken, wer hier noch rumsteht. Das ist ein gewisser Hermann. Oh, auch er spricht jetzt. Sehr gut, okay. Ein Martos. Und das ist eine ein Landstreicher, der hier rumsteht. Den kann man anheuern. Könnte man anheuern, wenn wir dafür den Einfluss hätten. Den haben wir nicht. Aber wir könnten uns mal angucken. Das ist ein Bogenschütze. Finde ich sehr interessant. Keine besonderen Eigenschaften. Ja, den könnte man anhören. Der sieht sogar gut aus. Bogenschützen sind immer gut. Ja, aber wir können uns das noch nicht leisten. Dann kommen wir später wieder. Und dann gibt es hier noch den Informanten. You. Yeah, you. You looking for work? I can give you tips and point you toward the best missions. The kind that pays much better than the measly rewards the Mercenary Guild has to offer. Okay, ihr. Sucht ihr Arbeit? Ich hätte da ein paar Tipps für euch und könnte euch die lukrativsten Missionen zeigen. Bei denen springt um einiges mehr raus als die niedrigen Belohnungen, die Söldnergilde zu bieten hat. Of course. You'll then have to meet the client and meddle in other people's affairs.
But at the end of the day, it's the number of crowns in your purse that counts, right? Ja, auf jeden Fall. Das zählen am Ende nur die Kronen im Geldbeutel, genau. Ja, ist ein bisschen komisch jetzt. Ich wollte es eigentlich vorlesen, dass er jetzt tatsächlich vertont ist. Ist allerdings halt nur in Englisch. Der Informant bietet uns Informationen an über Aufträge, die man erledigen kann. Die muss man allerdings kaufen für Einfluss, sofern was wir noch nicht haben und müssen nicht genug. Wir könnten uns entscheiden, das zu stehlen. Klick ich mal drauf. Damit haben wir auch von einem neuen Beruf erfahren, dem Dieb. Aktuell haben wir keinen Dieb. Bei den vier Leuten, die wir aktuell haben, würde ich aber auch erstmal noch keinen davon zum Dieb machen. Von daher können wir uns das nicht kaufen, wir können es nicht stehlen und deshalb verlassen wir das wieder. Ja, dann könnten wir uns hier noch beim Wirt ein Zimmer mieten. Apart from the Edoranian war refugees, that is. Feel free to come back often. There's always folk looking for work around here, especially since all the fighting started across the border. Ja, wir könnten hier rasten, das ist aber auch relativ teuer, es kostet 44 Gold. Wir haben aktuell 221. Wir könnten hier auch ein paar Dinge noch kaufen, ein paar Rezepte gibt es hier zu kaufen. Oh, das ist, kenne ich auch noch nicht. Rezept Kulturschock. Lehrt euch das Kochen von Kulturschock. Da braucht man Hammeleintopf, Apfelpfannkuchen und Weinbrand. Das ist ein legendäres Rezept. Was macht Kulturschock? Interessant. So teuer ist das nicht. Also das werden wir uns sicher leisten können. Okay, aktuell werden wir dafür aber nichts kaufen. Und dann gehen wir wieder einfach. So, wir haben jetzt hier zwei Quests geholt. Gehen wir mal in zum Markt, würde ich sagen. Auf dem Markt können wir uns natürlich mit Vorräten eindecken. Das würde ich auch sagen, müssten wir mal machen. Wir haben jetzt hier 72 Essen. Wir brauchen für jede Rast 18. Und das heißt, wir können viermal rasten, dann wird uns die Vorräte ausgehen. Wir nehmen einfach mal ein bisschen was mit. Das ist immer ganz, ganz gut. Und ich würde auch Okay, ich muss mich daran gewöhnen, dass jetzt anscheinend jede Einheit hier einen Dialog hat. Meine Güte. Okay, sorry, dass ich laufend drüber spreche. gut, wir nehmen ein bisschen Fleisch mit und ich würde auch sagen, wir nehmen ein bisschen Salz mit. Das brauchen wir nämlich zum Kochen und einen Koch werden wir auf jeden Fall benötigen. Jetzt haben wir ein bisschen was investiert. Okay, ich denke mal, das reicht. So, und dann gibt es hier noch einen Renard. For a few crowns I can polish your armor. Please. I'm so hungry. Ja, wenn du Hunger hast, dann können wir dir was geben. Hier, nimm doch 10 Gold. Here we go. A little spit and polish here and there. Done. So shiny I could go blind just looking at it. Ja, der hat jetzt unsere Rüstung poliert mit seiner Spucke. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Thank you for all the money. It will be well spent. Ja, die 10 Gold werden bestimmt gut angelegt sein. Renard hat 20 zusätzliche Goldstücke gestohlen und ist damit verschwunden. Dieser verdammte Dieb. Und ich wusste natürlich überhaupt nicht, dass er das tun wird. Ja, der vermaledeite Bettler hier, der uns 10 Gold, dem wir 10 Gold gespendet haben, hat uns noch 20 Gold zusätzlich gestohlen und hat nur unsere Rüstung mit seiner Spucke poliert. Was fällt ihm ein? Haltet den Dieb! Ich würde sagen, dann rennen wir mal hinterher. Das geht tatsächlich. Und da unten sehen wir ihn. Und wir holen ihn mal ein, würde ich sagen. Wir lassen uns doch nicht gefallen, 20 Gold gestohlen. Ja, wie habe ich dich wohl gefunden? Ich habe Augen im Kopf, mein Junge. Und bevor du hier uns nochmal bestiehlst, was fällt dir ein? Please don't hurt me. Ja, und sowas muss natürlich bestraft werden und wir greifen ihn einfach mal an.
Ja, wir sind zwar Deserteure und sind vor einem Hauptmann geflohen, aber sowas lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Und wir verprügeln ihn jetzt einfach mal, würde ich sagen. So. Lass dir das eine Lehre sein. So. Ich hoffe, das gefällt dir. Ja. Spür das Schwert in deinem Leib. Stirb, du Dieb. Oh, und Kosch hat die Eigenschaft Ruhmreich dadurch freigeschaltet. Sehr gut. Okay, wir haben noch zusätzliche 22 Gold bei ihm gefunden. Anscheinend hat er noch mehr Leuten das Gold aus der Tasche gestohlen. Und Roland hat ein Level abbekommen. Sehr schön. Schauen wir uns mal an. Roland ist ja auch eher ein Nahkämpfer, beziehungsweise mit Äxten kämpft man, glaube ich, über die Stärke, genau. Die gibt auch eine Stärke. Und da sind natürlich die zwei Plusse hier beim Level Up bei der Stärke super schön. Und die werden wir auch leveln. So, und dann können wir hier auswählen Berserker, Scharfrichter oder Schildwache. So, Berserker hat die mittlere Rüstung, genau wie der Scharfrichter. Und die Schildwache hätte eine schwere Rüstung. Schildwache, Beifall. Alle kämpfenden Verbündeten erhalten Riposte. Das nächste Mal, wenn diese Einheit von dem mit ihr kämpfenden Gegner angegriffen wird, pariert sie mit einem Gelegenheitsangriff. Wird bei Bewegung der Einheit abgebrochen. Okay. Klingt jetzt nicht übermäßig toll, aber es ist okay, sag ich mal. Das Problem dabei ist, sie kostet 2 Tapferkeitspunkte. Und damit sie was bewirkt, muss natürlich eine Einheit im Nahkampf gebunden sein. Sie muss also einen Gegner im Nahkampf haben. Eine Einheit, die nur irgendwo nebendran steht, die würde davon nicht profitieren. Was kann denn der Scharfrichter? Schneidender Wirbelwind. Fügt allen Einheiten im Zielbereich 3 Schaden zu. Greift pro Einheit im Zielbereich 1-mal an. Ja, das ist ein bisschen tricky, diese Fähigkeit. Also erstmal steht da, fügt allen Einheiten im Zielbereich Schaden zu. Das betrifft auch die eigenen Leute. Wenn jetzt 3 Leute im Zielbereich stehen, egal ob es Gegner oder Freund, würden alle 3 Einheiten 3-mal angegriffen werden. Klingt spannend, kostet 2 Tapferkeitspunkte. Was kann Amoklauf? Berserker, so rum. Amoklauf fügt dem Ziel 3-mal mehr 3-4 Schaden zu. Ich glaube, das mehr ist zu viel. Also fügt dem Ziel 3-mal 3-4 Schaden zu. Kritischer Treffer erhält Wut. Das klingt deutlich besser als der schneidende Wirbelwind. Also AOE-Fähigkeiten sind durchaus interessant im Spiel. Das Problem hier an dem schneidenden Wirbelwind ist tatsächlich die Positionierung. Dass man wirklich dann 3 Einheiten im Zielbereich hat, das ist schon ein bisschen schwierig hinzubekommen. Und dann muss man es ja noch so hinbekommen, dass möglichst kein Freund da in dem Zielbereich drin steht. Ja, das kann schon schwierig sein. Nee, ich nehme hier den Berserker mit dem Amoklauf und dann wird hier Roland eine Schadensklasse, wird auf Schaden trainiert. Genau, Berserker. Gut, damit haben wir jetzt fast alles in Stromkap gesehen. Wir können uns noch die Apotheke angucken. Und da sehen wir, dass da Midas drin sitzt. My concoctions can heal the most grievous injuries. Be sure to hold on to the vials after using them. Genau, die würde uns Medizin verkaufen. Könnten wir da kaufen. Wir könnten auch Fiolen kaufen. Fiolen braucht man, um Medizin herzustellen. Und wenn wir den Alchemisten dann uns dann ausbilden, dann können wir mit den leeren Fläschchen, die nach dem Gebrauch von Medizin übrig bleiben, könnte man wieder neue Medizin herstellen. Und es gibt hier noch ein paar Rezepte. Schärfendes Öl und Öl der Stärke. Das müssten wir uns dann mal angucken, wenn wir ein bisschen gelevelt haben.
Fischöl könnte man noch kaufen und Pestheilmittel. Ah. Ein ausgesprochen starkes Heilmittel, das eine pestverseuchte Wunde heilen kann. Das Fläschchen wird nach Verwendung eingesammelt. Ja, ich glaube, das hat damit, damit kann man eine Krankheit heilen, die später bei den Rattennestern dann auftritt. Da kommen wir dann später zu. Was jetzt aber wichtig ist, dass wir uns hier mal diesen Tisch angucken, nämlich den Alchemietisch. Und dadurch erfahren wir von dem Beruf Alchemist. Wer welchen Beruf ergreifen wird, das habe ich mir noch nicht entschieden. Das machen wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Aber zumindest mal die ganzen Berufe, die würde ich auf jeden Fall mal lernen wollen. Und dann schauen wir uns noch die Schmiede an. Und da sehen wir, dass der Meister Hulan da drin sitzt. You can use my anvil. I can also repair your armor. Oh, and I'm looking to hire a skilled blacksmith, if you happen to know one. Okay. Der Schmied kann uns natürlich Rohmaterialien verkaufen. Die brauchen wir, um unsere Rüstung zu reparieren. Er kann uns aber auch selbst die Rüstung reparieren gegen einen Obolus. Und offensichtlich sucht er einen Schmied. Wenn wir also einen auf dem Weg treffen, dann sollten wir ihn hier vorbeischicken. Okay, dann schauen wir uns noch seinen Amboss an oder seine Schmiede und erfahren dadurch vom Beruf Schmied. Gut, dann sind wir hier in der Stadt durch. Nein, noch nicht ganz. Wir haben hier noch das Rathaus. Da können wir mal reinschauen. Da sitzt die Bürgermeisterin drin. Are you mercenaries? I'll have you know that we do not take kindly to refugees in these parts. Das ist ein schöner Dialekt, muss ich mal sagen. Das klingt super. Why, you ask? Because they have overrun our streets and are now taking to the roads. Edoran is sending our way anything with legs and a mouth that cannot wield a sword. You have your work cut out for you. There is no lack of honest folk in need of help to fend off the refugee menace. Okay. Ja, sie hat uns von der Story in diesem Gebiet hier erzählt. In Edoran, das ist eine Nachbarregion, da herrscht wohl gerade Krieg. Und wie es immer so ist mit Krieg, da gibt es da natürlich Flüchtlinge, die jetzt hier nach Tiltren einreisen. Und wie es auch immer so ist mit Flüchtlingen, gibt es da natürlich Knatsch und Mord und Totschlag. Und das ist die Story dieses Gebiets. Und je mehr wir von diesen Flüchtlingen und den Reibereien damit erfahren, desto mehr Story-Fortschritt wird es dann hier geben. Aber aktuell hat es uns erstmal nur davon erzählt. Ich glaube, hier kann man sonst erstmal noch nichts weiter tun. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal aus Stromkap raus und wir gucken uns mal an, wo uns die Quests hinführen, die wir bekommen haben. Wir sind jetzt hier in Stromkap und die erste Quest führt uns hier runter. Da waren wir schon mal so ungefähr, aber da gehen wir mal hin. Gut. So, vorher machen wir mal noch einen kleinen Abschnitt hier an dieses Leuchtdingens hier. Da gibt es nämlich noch was zu entdecken. Nämlich den Beruf Angler. Man kann hier angeln. Das ist nicht ganz so langweilig wie in MMOs. Das geht durchaus schnell, aber aktuell will ich eh noch keine Berufe zuordnen. Ich wollte nur schon mal, dass wir den Beruf selbst kennen. Da würden wir uns dann in der nächsten Folge drum kümmern. So. Und wo war die Quest? Die haben wir dann gleich gefunden. Achso, Moment. Eine Sache muss man noch machen. Wir haben ja hier einen Dolch gefunden in unserem ersten Kampf. Ich glaube, verwendet ja diese Dolche und der müsste besser sein als den Eddie hat. Genau. Allerdings hat dieser Dolch die Fähigkeit Vergiftung, während der vorhandene Dolch die Fähigkeit Zustechen hat. Wir machen aber denselben Direktschaden. Der Dolch hat auch ein Geschicklichkeit mehr und mit Gift macht man sowieso noch extra Schaden, von daher ist der Dolch auf jeden Fall besser als der vorhandene. Gut, den müssen wir noch ausrüsten. Genau. So, dann gucken wir mal, was war das für eine Quest? Was war, glaube ich, die Trunkenbolde? Genau. Die stehen hier rum. Mal sehen, was die zu sagen haben.
them refugees. We'll toss them out ourselves. We'll toss them all out. Yeah, I've been drinking. We all have. How do you know? You seers or something? Pfft, never mind. Leave us be. We've got refugees to clear out of Tiltren. Ja, die wollen natürlich jetzt die Flüchtlinge ziemlich vermöbeln. Ich glaube, die haben zu viel getrunken. Und ich habe es eben schon gesagt bei der Bürgermeisterin. Ich finde die Dialekte, mit denen die Texte hier eingesprochen wurden, finde ich wirklich toll. Ich weiß nicht, ob das ganze Spiel jetzt jeder Dialog vertont ist. Das fände ich eine ziemliche Mammutarbeit für so ein kleines Studio, was das Spiel hier gemacht hat. Wir könnten hier ihnen etwas geben, wenn wir das hätten. Wenn wir Wein hätten, dann könnten sie noch mehr sich betrinken. Und wir könnten sofort 20 Einfluss bekommen. Ich glaube aber, dann würden sie auch die Flüchtlinge noch mehr vermöbeln. Ich glaube, wir greifen sie an und bekommen dadurch 5 Leder an Belohnung. Ja, das machen wir. Und die Flüchtlinge werden dann hoffentlich nicht mehr vermöbelt. So. Dann schauen wir mal. Wir haben 2 Gegner. Ja. Einen Phalanx-Soldaten und Gabangwit so rum. Ja. Das ist wohl der Boss, in Anführungszeichen. Im Übrigen, beim Schaden machen, es gibt hier ein System mit Rüstung. Der graue Balken ist die Rüstung und der rote Balken ist das Leben. Normalerweise, wenn man einen Gegner angreift, dann wird erst die Rüstung auf 0 gesetzt und erst wenn die Rüstung auf 0 ist, dann würde dann das Leben, könnte man das Leben runterklopfen. Bestimmte Fähigkeiten ziehen aber direkt Leben ab, zum Beispiel Gift. Die würden direkt das Leben abziehen und würden sich nicht mehr um die Rüstung kümmern. Aber wenn man normal angreift, dann würde man erst Rüstung auf 0 setzen und dann halt Leben. Gut. Ich würde sagen, Kosch fängt an und der erste Gegner wäre tatsächlich hier Gabangwit. Wo ist Kosch? Der geht auf den Boss und verwendet auch gleich mal den letzten übrig bleibenden Tapferkeitspunkt, um Ermutigung zu machen. Und der hat sogar hat die beiden mit in Reichweite und die würden auch 2 Runden lang weniger Schaden bekommen dadurch. Ja. Machen wir mal. Und greifen dann den Boss noch an und haben den dann dadurch im Nahkampf. Und der Rest der Truppe kümmert sich erstmal um den Soldaten, würde ich sagen. So, das würde dann Roland sein. Der kann dann auch hier ihn im Nahkampf binden. Und die nächste Runde, das ist dann der Boss. So, dann würde ich sagen, geht Eddie mal daran. Oh, hat einen Crit. Oh, und dann wackelt das Bild jetzt. Das ist auch neu, okay. Sehr schön. Nächste Runde. Dann ist noch Susanna dran. Die kann nur bis dahin laufen. Hat jetzt leider keinen Tapferkeitspunkt mehr, um die Zielenfertigkeit zu erhalten. Ich vermute mal, wenn man in sie jetzt hier drauf schießt, ja. Die hat jetzt nur eine Trefferwahrscheinlichkeit von 80%. Und wie das häufig so ist, wenn da 80% steht, ist das gefühlt irgendwie 50%. Und deshalb werden wir jetzt hier verzichten, mit Susanna zu schießen. Denn ich möchte nicht auf Kosch schießen und ihm wertvolle Rüstung nehmen. So, neue Runde. Da fangen wir mal mit Eddie an. Der geht dann richtig hinter den Rücken des Soldaten. Greift er an. Nochmal ein Crit. Sehr schön. Und hat jetzt nochmal einen zusätzlichen Giftstack bekommen. Wenn jetzt der Phalanx-Soldat dran wäre, am Ende seiner Runde ist er automatisch tot. Denn er würde 2 Schaden bekommen und hat nur noch ein Leben. Okay, gut zu wissen. Dann können wir uns eigentlich mit Kosch und Susanna direkt beschäftigen. Susanna stellt sich hier mal so daneben. Dann sollte sie den Boss auch
100% treffen, ja. Und jetzt ist der Soldat dran und stirbt nach seiner Runde, genau. Sehr schön. Dann kann sich jetzt Roland hier hinten dran stellen. Und dann sollte der Boss dann gleich Geschichte sein. So, und dann kann Eddie sich auch noch dran stellen. Und dann, Eddie hat die Eigenschaft auch Ruhmreich freigeschaltet. Das müssen wir uns gleich mal angucken, was das bedeutet. Kosch hat die auch schon. So, jetzt ist Ermüdung. Eure Gruppe ist übermüdet. Wenn ihr weitergeht, könnten eure Gefährten an Erschöpfung sterben. Ihr solltet euch wirklich ausruhen. Ja, das sollte man, diese Warnung sollte man beherzigen. Ich habe das tatsächlich schon mal geschafft, dass sie mal gestorben ist, weil ich sie weitergetrieben habe, so wie ein, als wenn es Gladiatoren wären, die die Peitsche gebrauchen, spüren müssen. Ja, und wie man sieht, wir haben ja den Kampf begonnen, ohne dass wir ermüdet haben. Und während man kämpft, vergeht tatsächlich Zeit. Und wenn der Kampf jetzt noch viel länger gedauert hätte, später habe ich gelesen, kann es sein, dass man gegen 20 Gegner kämpft oder so, kann es tatsächlich sein, dass man während dem Kampf ermüdet und man dann richtig einen Debuff bekommt dabei. Aber das ist erst was für später. Wir haben jetzt diese 5 Leder bekommen von der Quest. Wir haben noch Stoff gesammelt und wir haben ein Schild gefunden. Sehr schön. Und außerdem noch Gold. Dann haben wir noch Rüstung zu reparieren. Das machen wir mal später mal manuell. Ihr habt die Mission Bitte um Hilfe abgeschlossen. Erstattet einem abgesandten Bericht, um eure Belohnung zu erhalten. Ja, das war ja die Quest. Und wir wollten uns anschauen, was diese Ruhmreich-Eigenschaft macht. Ruhmreich. Wahrscheinlichkeit beim Beenden des Zugs einen Tapferkeitspunkt zu erzeugen. Ah, sehr gut. Da kommt man mit einer gewissen Chance, wie hoch die ist, verrät das Spiel leider nicht, einen Tapferkeitspunkt am Ende des Zugs. Das ist eine schöne Eigenschaft, die man hat. Und ich würde sagen, wir gehen mal in die Rast. Rast. Ihr könnt euch an einem Lagerfeuer in eurem Lager ausruhen, euren Trupp verpflegen und ihm seinen Sold auszahlen, um Meutereien zu vermeiden. Die Rast füllt eure Ermüdungsanzeige wieder auf, stellt Tapferkeitspunkte wieder her und beschleunigt die Zeit. Genau. Aktuell können wir hier noch nicht so viel machen. Wir haben hier eine Werkstatt, wir haben hier Plätze und ansonsten ein Lagerfeuer, da sitzen jetzt die 4 Leute dran. Beim Lagerfeuer ist es so, dass jeder Gefährte, der dran sitzt, beim Rasten die Zufriedenheit um 1 erhöht. Plötzlich kann man, wenn man hier noch zusätzliche Gegenstände in Zukunft hat, kann man die dann auch an irgendwo anbinden zum Beispiel. Aktuell steht er einfach nur rum. Die Werkstatt, die man hier sieht, das ist etwas von dem Berufssystem. Und wenn man an die Werkstatt einen Tüftler dran setzt, dann würde der Tüftler beim Rasten 2 dieser Rohmaterialien herstellen. Wir haben aktuell genug und ich wollte die Berufe mich ja in der nächsten Folge drum kümmern. Deshalb mache ich das jetzt mal nicht. Wir haben hier 28 Rohmaterialien, das ist erstmal mehr als ausreichend. Und wir rasten jetzt einfach mal am Lagerfeuer. Und da müssen wir natürlich essen beim Rasten, klar. Während Geschichten erzählen und so, dann muss man natürlich kauen und schlucken und erzählen, ganz klar. Und wir haben jetzt 18 Essen als Mahlzeit zu uns genommen. Wenn jetzt schon der Sold zu zahlen wäre, könnten wir den Sold zahlen. Und wir haben jetzt hier eine Grundgefahr von 10%. Das war ja der Malus beim Erstellen der Gruppe. Ja, und dann würde ich sagen, rasten wir einfach mal. Da geht hier der Balken wieder hoch. Lagerbericht. Der Trupp ist gut ausgeruht. Ihr habt 2 Tapferkeitspunkte hinzubekommen. Wir haben die Zufriedenheit um 4 erhöht. Die beträgt jetzt 9. Und die maximalen Tapferkeitspunkte haben wir um 1 erhöht. Sehr schön. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle.
Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann erstmal direkt dann darum, Berufe zu verteilen. Muss mal anschauen, wie wir das machen. Und vielleicht können wir dann auch schon das erste herstellen. Oder wir schauen nochmal in der Stadt nach einer neuen Quest uns um. Oder wir erkunden einfach mal die Welt. Mal gucken, was uns noch erwartet. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.